So, willkommen zurück bei House Flipper. Es geht weiter. Ja, ein zweites Bad. Das muss her und es müssen auch wieder Wände gestrichen werden. So lautet der Auftrag. Und da sehen wir auch schon rechts. Es gibt einiges zu tun. Ja, ich sage, legen wir gleich los. Gehen wir mal rein. Schauen wir uns hier drin um, was hier zu machen ist. So, 7 Aufgaben in anderen Räumen. Gut, gucken wir erstmal hier bisschen um im Haus. Was haben wir hier zu tun? Hier sollen wir streichen. Okay, das sollen wir blau streichen, das Zimmer. Was haben wir hier zu tun? Hier haben wir, was haben wir denn hier überhaupt? Eine Küche? Ziemlich kleine Küche. So, gibt es keine Aufgaben. Machen wir die Tür von außen zu. So. Ey. Noch mehr Türen. Okay, hier müssen wir modifizieren die Wände. Okay, das heißt, hier muss irgendwo eine Wand rausgestemmt werden. Ah, noch mehr Zimmer. Was sind das für ein Haus? Na, machen wir kurz zu hier auch. Modifiziere die Wände. Okay. Ein Kapuff ist das. Gott, überlegt, was meint denn dir ein Kapuff? Oh ja, stimmt. Bei uns nennt man das auch so. Eine Abstellkammer. Kapuff. Montiere die Geräte. Gegenstand entfernen. Stahlregale zur Garage. Was? Was für ein Mega-Haus. Keine Aufgaben hier. Was haben wir hier hinten noch? Eine Stube? Keine Aufgaben. Schön. Ja, hier brauchen wir erstmal Ewigkeiten, um hier einen Durchblick zu finden. Hier haben wir ein Bad. Keine Aufgaben. Schlafzimmer? Himmlisches Blau soll wahrscheinlich gut kommen. Da legen wir los, das machen wir jetzt. Das heißt, wir kaufen erstmal hier eine Farbe. Farben himmlisches Blau. Wirkliches Blau, himmlisches Blau. Hier haben wir es. Gekauft. So. Gut, dann legen wir los. Gleich mal hier so hinteren Schrank mitgestrichen. Weil wir es halt können. Himmlisches Blau. Da sind wir wieder zurück. Gleich geht's weiter. Zimmer ist so gut wie fertig gestrichen. Die letzten Bahnen streichen wir jetzt noch. So, ja, zweite Büchse Farbe musste ich wieder kaufen. Und wie sieht's aus? 99%, 100% gestrichen. Das Zimmer ist fertig. Gut, Büchsen lassen wir stehen. Die werden schon noch weggeräumt, würde ich sagen. Ja, Gesamtfortschritt. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da müssen wir einiges tun. Ja, wartet mal. So, hier sollten wir noch streichen. Gut, dann mache ich das jetzt mal fix. Mit einem schläfriges Blau. So ein schläfriges Blau, ja gut. Passend für so ein Schlafzimmer. Oh ja.
mächtig blau. Gut. Werde ich mal hier lang hinrollen und dann sehen wir uns gleich, wenn es wieder fertig ist. Da bin ich wieder zurück. Die letzten Bahnen. Bin dabei. Wie gehabt, zweite Büchse Farbe musste noch gekauft werden und da haben wir es gleich geschafft, hoffentlich. 96%. Müssen wir halt versuchen, dass wir die Streikarbeiten auf 100% schaffen. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, wir müssen nicht alles zu 100% erfüllen, also alle Aufgaben. Es reicht ja zu, wenn wir... Wir sehen ja oben der minimale Fortschrittsbalken. Wenn der erfüllt ist, reicht das zu. Dann können wir den Auftrag im Gewissen abgeben. So. Ja, gedrückt halten, um aufzuheben. Gut. Lass mal stehen. Weil, was wollen wir mit der Büchse? Die räumen wir später weg, wie gehabt. Alles klar. So. Ja. Wartet mal, haben wir denn hier? Haben wir denn hier unsere Aufgabe denn irgendwo stehen? Wir haben ja eine Mission, beziehungsweise einen Auftrag. Der war auch ziemlich umfangreich beschrieben. Zusätzliches Bad. Wir sollen ein neues Bad bauen. Und eigentlich genau, warte mal. Hier war eine Abstellkammer. Sollen wir vielleicht hier ein Bad reinbauen? Kann das sein? Aber hier stand noch irgendwas von, wartet mal. Bodenfliesen sollen wir legen? Ah. Okay. In grau. Wandfliesen. Fliesen sollen wir. Montiere die Geräte. Okay. Drei, was muss raus? Der Heizkörper muss raus. Die zwei Regale müssen raus. Frage ist, wohin? Stellen wir erstmal hier die Stube. Vielleicht soll das ja auch gar nicht unsere Aufgabe sein, dass wir dann noch irgendwo die Regale hinsetzen. Tun sie erstmal rausräumen. So. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Und ein. Auch noch streichen. Spülbecken brauchen wir und eine Toilette brauchen wir. Das machen wir. Ne, Moment. Wir müssen erstmal Fliesen. Bodenfliesen legen. So, Fliesen. Kaufen wir mal Fliesen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Müssen wir erstmal schauen hier. F wie Fliesen. Gibt's nicht. Gibt nur F wie Farben. Bodenfliesen gibt's aber. Oh, jetzt gibt's ja. Warte mal, hier gibt's Keramikfliesen. Jetzt muss ich mal eben schauen, was hier gefordert war. Keramikfliesen grau. Einfach nur graue Fliesen. Dir. Ich frage mich gerade, ob man das ganze Zimmer markieren kann oder ob man wirklich jede Fliese einzeln auswählen muss. Ah, geht doch. Sehr schön. So. Boden gefliest, so sollte das sein. Ist klar. So, die Wände sollen wir fließen. Aus Keramik grau und Keramik grau. Kaufen wir welche. So, Wandfliesen.
So, grau. So, grau, Keramikfliesen. Grau. Wir passen. Aber wir kaufen mal. Geht nicht. So, jetzt haben wir einen Dreh raus. Ja, ein Paket Fliesen müssen wir kaufen, hinstellen. Dann müssen wir hier über das Menü die Fliesenfunktion wählen. Ja, und dann können wir hier richtig hier mit dem Fliesenkleber und den Fliesen arbeiten. So, dann nehmen wir uns die Fliesen, machen da ordentlich Kleber dran und dann läuft das hier. Ähnlich wie beim Streichen. So, würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn gefliest ist. Sieht aus, als ob es eine Weile dauert. Die letzten paar Fliesen machen wir jetzt noch an der Wand. Ja, ist wirklich recht unspektakulär. Wenn ihr Tipps, Ideen, Vorschläge habt, das könnt ihr auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr Fragen habt, wie oder was ich hier wie, was mache. Einfach in die Kommentare, dann bekommen wir das schon hin. So, 88% des Fensters muss jetzt auch noch verfliest werden. So, fließen alle. Kaufen wir noch ein Paket Neues. So, stellen wir hin. Spachtel nehmen, Fliese nehmen, an die Wand schmieren. Ja, ich muss schauen. Ich sag mal, die Aufgaben sind wirklich sehr lang, eintönig. Wir müssen jetzt insgesamt ja drei Zimmer streichen. Ja, Fliesen, das geht jetzt auch nicht mal so schnell von der Hand. Das dauert alles schon ein bisschen. Ich werde versuchen dann. Ja, Fliesen ist fertig. Ich wollte jetzt gerade noch hier im Fenster fließen, aber das müssen wir nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde versuchen, die Aufgaben halt immer aufs Minimale zu beschränken, dass wir erstmal vorankommen. Mein großes Ziel ist ja dann auch mal komplette Häuser zu renovieren, die dann auch mit Gewinn zu verkaufen. So, ja, stehen die Fliesen rum. Sagen, die schaffen wir erstmal raus hier. Stellen wir hier in der Ecke ab. So. So, hier sollen wir. Hier müssen wir es kaufen. Und zwar ein Spülbecken. Was für ein steht da nicht? E aufdrehen. Ach so. Müssen wir erstmal die Blindstopfen abdrehen. So. Leitungen sind offen. Wir brauchen ein Spülbecken. Würde ich sagen. Badezimmer. Waschbecken. Einbauspülbecken. Das sieht gut aus. 47,40 $. Kauft. Unterlegscheibe. Raufgeschoben. Motor angedreht. So. Nee. Achso, den müssen wir erstmal reindrehen. Hier. Das Eckventil. Dann den Schlauch dran. Zuschrauben. So, Hahn montieren. Gut. Ach so, Abfluss. Ach hier, die Überwurfmutter. So, eigentlich haben wir die Eckventile gar nicht aufgedreht. Aber wenn es okay ist, okay. Eine Dusche.
Schon mal noch gar nicht gekauft. Dann gucken wir mal. Dusche und eine Toilette brauchen wir. Warte mal, wir bauen erstmal die Toilette. Standard. Hier, wir nehmen das Standardbecken. War's. So, eine Dusche. Dann gucken wir mal. Hier haben wir doch eine Einbaudusche, 125. Kauft. Warum passt denn das hier nicht? Unsere Einbaudusche. Was ist mit der Dusche los? Warte mal, gibt es hier noch andere Duschen? Nee, es gibt nur die eine. Nein. So müssen wir erstmal hier die. Die Stopfen wieder abdrehen. So, Wasser. Abwasserleitung noch auf. Okay, jetzt kaufen wir nochmal die Dusche. Jetzt kaufen. Ah, jetzt geht's. Jetzt können wir es montieren. Ach so, das ist jetzt unten. Wir schrauben erstmal die Füße dran. Jetzt habe ich das verstanden, warum das auch so schräg steht. So, was will er jetzt? Das nicht, das nicht. Hier oben. Ah, hier, die Leitung ran. Okay. Ach so, das ist jetzt hier die Armatur. Ja, echt schwer. Schwer zu finden, wenn man jetzt echt keine Ahnung hat, das Ganze so funktioniert. Seht ihr? Diese kleinen Schrauben, da kann man manchmal echt stundenlang suchen. Sich fragen, was sie wollen. So, was will er denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir die Glaswände gesetzt. Oh, jetzt. Jetzt bin ich raus. Was er jetzt noch will? Puh, jetzt haben wir alles durchgeklickt. Ich kann es beim besten Willen nicht erkennen,
Was hier jetzt noch offen ist. Hier. Nee. Ich hätte gedacht, die kleine Schraube hier. Die ist es nicht. Also wir haben mal das Wasser haben wir angeschlossen. Wir haben die Wände gesetzt. Hier ist die Dusche fertig. Irgendwas fehlt da noch. Öffnen. Genau, auf geht's. Montieren. Was will er hier? Kann doch nur irgendwas an diesem... Boah, lässt mir jetzt keine Ruhe. So, wir gucken mal eben von außen. Was stimmt denn mit der Dusche noch nicht? Irgendwas haben wir nämlich vergessen. Aber ich weiß absolut nicht was. Bitte zeigt uns eigentlich diese Wand. Zeigt er uns. So, ich mache mal ganz langsam. Irgendwas sehe. Also die Armatur ist es nicht. Da gibt es kein weiteres Teil. Die Wand ist es nicht. Auch diese Eckschienen sind es. Diese Eckschienen waren es. Okay. Rahmen drauf. Jetzt können wir das Teil hier anschrauben. Ja, also eine Dusche. Die ist nicht ohne. Was will er denn jetzt? Juhu, geschafft. Die Dusche steht. Die Toilette fertig, das Waschbecken fertig. Und einen Spiegel soll man anbringen. Das machen wir. Das ist ja nicht das Ding. So, Spiegel. Spiegel. Gibt's nicht. Im Bad. Spiegel. Kostet 19,95. Nee, 35 ist im Angebot heute. Kauft. Sehr schön. Und, ups, ihr seht auch, minimaler Fortschritt. Wir haben es geschafft. 4200 haben wir verdient. Könnte jetzt noch hier drüben zwar noch ein Zimmer zu streichen. Aber ich sag mal, das tue ich euch jetzt nicht noch an. Vielleicht mache ich es noch, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Folge beenden. Mission ist erfolgreich. Jedenfalls minimal erfolgreich. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis später.